Mr. Mike. Heute habe ich einige Sachen fürs Unboxing. Sieht ihr den Haufen hier? 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Seid gespannt, was da alles drin ist. Also abonnieren, Glocke aktivieren, ihr kennt den Spaß, damit ihr nichts verpasst. Und heute, schöner Ball gekommen, freue ich mich drauf. Hat, glaube ich, eine gute Woche gedauert. Relativ langer Versand für ein Amazon-Produkt. Aber ihr kennt es ja. Ich habe ja auch schon auf Sachen 2 Monate gewartet. Aber die Wartezeit war es auf jeden Fall wert. Es ist schon nice. Ha? Alleine für dieses nice Background. Daumen nach oben, wie ich finde. So, aufgeschnitten wird und gecheckt wird. Ja, ihr wisst eh, was drin ist, weil da mache ich jetzt hier kein Hack-Mack, was da drin ist. Und zwar, ist er das? Ja, ist er. Sehr schön. Warum ich ihn mir gekauft habe, eigentlich brauche ich ihn nicht. Von meinem eigenen Geld gekauft. Ich werde damit wahrscheinlich nicht spielen, habe ich nicht vor. Aber ich habe mir gedacht, so ein Background, weil ich stehe auf dem Background. Was ist denn da oben? Kinderschokolade. Das kann jetzt nicht sein. Warte mal. Beste Schokolade, die es gibt. So. Muss ja schon passen. Sag mal. So. Also. Ja, niegelnagelneu. Größe 7. Es ist, ey, diese Jordan-Bälle, diese Bälle von Jordan, die haben schon was ganz Eigenes. Es ist schon echt, weil ich hier schon ein Geschenk bekommen habe vom Wolfgang. Wolfgang, falls du das Video siehst, vielen Dank dafür nochmal. Du siehst, der Ehrenplatz bekommen, ne? Und da haben wir gedacht, ja, noch ein dritter Platz. Oh, der riecht, wow. Das ist, der Geruch von neuen Schuhen, neuen Bällen ist mega geil. Auch neu, aber das ist ein ganz anderer Duft als jetzt zum Beispiel so ein Kunstlederball oder ein neuer Jordan-Schuh. Wow, also das ist echt eine edle Kugel, Alter. Ah, hier oben aber, das ist schon, da denke ich mir, seht ihr das? Das ist bei den Nähte. Das habe ich schon öfter mal, wenn diese Nähte innen aufgehen und nach außen klappen, kannst du dich, wenn du dribbelst und den Ball rotieren lässt in der Hand, kannst du dich echt so schneiden, weil es halt wirklich wie ein Papier ist, das dir in die Hand schneidet. Das kann an die Fingerspitzen echt sehr nervig sein. Also wirklich perfekt verarbeitet ist der jetzt wirklich nicht. Ne? Verarbeitet ist der jetzt wirklich nicht perfekt. Also keine 10 von 10, echt nicht. Schade. Aber ich habe auch nicht vor, mit dem zu spielen. Daher ist jetzt natürlich die Frage. Die Frage werde ich auch sehr oft auf Instagram gefragt. Leute schickten mir Fotos von ihren Bällen, die sie bekommen haben, und haben halt auch diese Sachen hier. Ne? Zum Beispiel ein bisschen Kleberückstände beim Wilson NCAA. Gab es das mal beim TF1000. Das hat, glaube ich, jeder Ball so ab und zu mal, dass so irgendwie kleine Fehler dabei sind. Und dann fragen die Leute mich gleich, Mike, ist das B-Ware? Und das in dem Fall, könntest du jetzt auch wieder sagen, oder könntest dich fragen, ist das B-Ware? Ist das so richtig? Hier zum Beispiel ist er echt weiter draußen. Das sieht man auf der Kamera wahrscheinlich. Hier ist er weiter draußen mit der Naht als auf der Seite hier. Da ist er richtig schön unten drunter und hier steht er halt über. Das ist beim Feeling, wenn du spielst. Ja, hier an der Seite. Das ist schon ein bisschen, ne? So für den, Ballfetischisten, der würde ich sagen. Bleh. Aber ja, nee, aber der ist schon schick. Alleine hier, wie der halt aufgebaut ist. Das ist das Coole bei Jordan-Bällen, wie ich finde. Die haben sich einfach was anderes gedacht, ne? Mit diesen Punkten da. Es ist echt ein edles Teil, oder? Der macht einfach was her. Der macht wirklich was her. Kostenpunkt, ich glaube 40 Euro reduziert. Unten Videobeschreibung, check aus über Amazon. Wie gesagt, von meinem eigenen Geld gekauft. 40 Euro ist natürlich so ein Preis. Ich glaube, der variiert auch von 40 bis 50 Euro immer hin und her. Ist schon in der oberen Preisklasse. Und daher habe ich immer gedacht, da dafür einen Jordan-Ball kaufen, da kaufe ich mir lieber einen für Wilson NCAA, habe ich damals 28 Euro gezahlt. Ist schon ein krasser Unterschied, wie ich finde. Langzeittest habe ich jetzt nicht. Möchte ich wahrscheinlich auch nicht machen, weil das ist einfach ein Ball fürs Background. Habe ich euch gesagt. Gell? Ich habe hier aber noch einen. Der wird die Sparfüchse auf jeden Fall interessieren. Ein No-Name-Kunstlederball. Ich glaube für unter 20 Euro, aber ein absoluter No-Name. Seid gespannt, kommt im nächsten Video. Check den unbedingt aus, wenn du einen Kunstlederball haben möchtest und für günstigen Preis. Aber die Qualität, die stellt sich da noch raus. Den werde ich auf jeden Fall testen. Und der kommt hier einfach irgendwie schick dann wohin. Ich weiß aber nicht wohin.
Ich habe gar keinen Platz mehr. Scheiße. Oder vielleicht hier hin. Das wäre schon nice. Obwohl, dann sieht man mein wunderschönes Gesicht nicht. Ah, es ist schwierig. Ich werde mir was einfallen lassen. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.